und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Im heutigen Video erfährst du eine Menge über das Jido Kwan. Nicht vergessen, abonniere unseren Kanal und nun viel Spaß beim Video. Jido Kwan, das Jido Kwan Schule der Weisheit, geht auf die Ursprünge des Yunmo Kwan Kong Sodobu, welches von Song Subchun am 3. März 1946 gegründet wurde. Das Jido Kwan ist damit einer der jüngeren Stile im Kreise der großen fünf Kwans. Doch bevor das Jido Kwan zu dem wurde, was es heute ist, war es unter den inzwischen fast vergessenen koreanischen Kampfkunststil mit dem Namen Yunmo Kwan bekannt, was übersetzt die Halle der Kampfkunde bedeutet. Über Song Subchun existieren nur sehr wenige Aufzeichnungen. Bekannt ist, dass Chun zwischen 1943 und 1950 aktiv am Kampfkunstunterricht in Korea beteiligt war und einer der ersten gewesen ist, der Karate aus Japan nach Korea brachte. Chun half der koreanischen Kampfkunst, den Grundstein zu legen, für das, was später Taekwondo werden sollte. Viele seiner Schüler wurden selbst zu einflussreichen Taekwondo-Pionieren. Im Alter von 17 Jahren zog Chun nach Japan. Während seines Japanaufenthaltes wurde er von Meister Gichin Funakoshi in Shotokan Karate unterwiesen. Andere Quellen deuten darauf hin, dass Chun unter Toyama Kanken studiert haben könnte. Nach seiner Rückkehr nach Korea begann Chun im Yunmo Kwan, einer der wenigen Kampfkunstschulen, die während der japanischen Besatzung Kampfkünste unterrichten durfte, Karate und Judo zu lehren. Während dieser Zeit freundete sich Song Subchun mit Byung In Yoon, den späteren Gründer des YMC Kwon Bopbu, aus dem später das Wichangmo Kwan hervorging, an. Beide bereisten die Mandschurei in Nordchinas und intensivierten ihr Training. Nach ihrer Rückkehr fing auch Byung In Yoon an der gleichen Schule wie Song Subchun zu unterrichten, bis er wenige Monate später das YMC Kwon Bopbu gründete. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der japanischen Besetzung Koreas verlegte Chun alle Karateklassen des Yunmo Kwan an einen neuen Ort und gründete 1946 das Yunmo Kwan Kong Sodobu, völlig losgelöst von allen Judo-Einflüssen. Während des Koreakrieges 1950 bis 1953 wurden alle Kampfkunstschulen im gesamten Land geschlossen. Dies galt auch für Song Subchuns Kwan. Während des Krieges verschwand Chun für immer. Nach dem Ende des Koreakrieges wurde Chuns Schule von seinem ehemaligen Schüler Kwai Byung Yoon unter dem neuen Namen Jido Kwan, die Schule der Weisheit, eröffnet. Nach der Gründung des Jido Kwan wurde Kwai Byung Yoon von seinen ehemaligen Mitschülern zum ersten Präsidenten des Jido Kwan gewählt. Das Jido Kwan wurde wie die meisten anderen koreanischen Kwans Mitte der 1950er Jahre in die neue koreanische Nationalkampfsportart Taekwondo aufgenommen. Als die ersten Taekwondo-Turniere Anfang der 1960er und der 1970er Jahre veranstaltet wurden, zeichnete sich das Jido Kwan durch seine hervorragenden Wettkampfergebnisse aus. Das Jido Kwan existiert in Korea noch heute als ein Bruderorden, der das Kukkiwon und die World Taekwondo unterstützt. Es gibt nur noch sehr wenige Zweige des alten Yunmo Kwan-Stils, die heute praktiziert werden und teils den Namen Yunmo Kwan verwenden.